denke, dass der Erfolg des letzten Jahres einfach sich auch rumgesprochen hat. Wir haben das mitbekommen, dass es über die Frauennetzwerke weitergetragen wird. Und ich denke natürlich auch das tolle Angebot der Referentinnen und Referenten, die diesen Tag so besonders machen. Wir werden heute so um die 5.000, 6.000 Besucherinnen hier haben, die über den Tag verteilt kommen. Die kommen aus dem gesamten Bundesgebiet, teilweise sogar aus dem Ausland, haben wir mitbekommen. Also das heißt, das Einzugsgebiet wächst stetig. Wir haben den Women Mint Slam, wir haben mehr Podiumsdiskussionen als im letzten Jahr und Mentoring for Minutes, was natürlich tolle Angebote sind für die Frauen, auch Vorbilder kennenzulernen und einfach auch interessante Frauen sprechen zu können und deren Lebensläufe ja auch mal live erleben zu können. Wir haben diesem Projekt einen Preis verliehen, weil es an die Zukunft von Deutschland denkt. Es ist ein wirklich zukunftsweisendes, innovatives Projekt und damit ein hervorragender Preisträger im Land der Ideen. Es ist aber auch die richtige Zeit, jetzt genau so etwas zu machen, weil die Unternehmen müssen handeln und sie handeln ja auch schon, viele schon sehr gut, aber einige könnten noch besser werden. Ja, hier haben wir die Karrieremeile, wo Frauen sich beraten lassen können zu Themen wie Berufseinstieg, Wiedereinstieg, Bewerberberatung, Potenzialanalyse, Lebenslaufcheck. Also hier geht es wirklich um das ganze Thema, wie können Frauen den Berufseinstieg gestalten, wie können sie den Wiedereinstieg gestalten. Und die Resonanz an den Ständen zeigt, dass das Angebot der Experten hier sehr gut angenommen wird. Ich finde es sehr umfangreich, das Programm, alles sehr spannend, viele schöne Gespräche geführt und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Professionell, nicht langweilig und gut informiert, sage ich mal, die informieren gut. Sehr nette Atmosphäre auch auf den Ständen. Man merkt also, dass die Unternehmen wirklich interessiert sind, sich wirklich bemühen. Man bekommt sehr viele Informationen und das überträgt sich auch auf die Besucher. Auf der Women at Work sollte man vertreten sein, weil alle anderen proaktiven, innovativen Unternehmen auch hier sind. Und auch wir möchten natürlich die tollen Kandidatinnen abgreifen. Auch wir möchten proaktiv auf dieser Messe vertreten sein, zeigen, dass auch wir Work-Life-Balance anbieten, flexible Arbeitsmöglichkeiten haben. Und weil es ein ganz toller Tag ist. Wir haben auch wirklich konkrete Personen, wo wir schon wissen, welche Stellen wir ihnen gerne anbieten würden. Wir konnten auch schon weitere Interviews terminieren. Also von daher super Fazit. Für mich ist klar, dass die Zeit noch nie so gut war für Frauen wie heute. Und das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist Mut, unseren Weg zu gehen und das zu leben. Wenn man sich eine gerechte Welt vorstellen möchte, eine Arbeitswelt in den nächsten Jahren, dann heißt das automatisch, dass in den nächsten Jahren mehr Frauen und weniger Männer in Führungspositionen kommen. Und das gefällt selbstverständlich den Männern nicht. Wobei bei uns ist die Frauenquote auch über 50% bei uns im Unternehmen. Ich leite mein Unternehmen mit meiner Frau zusammen. Danach, also von daher ist das, denke ich, ja auch nicht entweder oder, sondern es ist eigentlich eine hervorragende Ergänzung, dass beide Seiten da gut zusammenspielen. Ein wirklich zukunftsweisendes, innovatives, kreatives, wunderbares Projekt. Eine hervorragende Organisation, hervorragendes Event. Ich hoffe und wünsche mir, dass sich das weiter fortsetzt, dass es öfter stattfindet. Für mich die beste Rekrutierungsmesse, die ich bisher erlebt habe. Für mich ein unglaublich tolles Beispiel, dass jemand, der Mut, Pioniergeist und einen unerschütterlichen Glauben an die richtige Idee zur richtigen Zeit hat, sich damit auch durchsetzt. Die Frauen, die hier sind, das ist Potenzial, was die Unternehmen schürfen sollten. Und dafür, ja, setzen wir uns weiter ein.